Darf ich das Wort an Frau Kollegin Karl für die SPD erteilen? Bitte schön. Jetzt haben wir gar keine Anzeige mehr, Zeitanzeige. Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Meisterbrief in Deutschland ist das Sinnbild und Gütesiegel der dualen Ausbildung in Deutschland. Gleichzeitig ist er der Garant für die hohe Qualität im deutschen Handwerk. Die Verbraucher fordern diese hohe Qualität zu Recht ein und sind auch bereit, dafür einen angemessenen Preis zu zahlen. Die Ausbildung und Qualität gilt es zu schützen. Deshalb weist die SPD-Fraktion jeden Versuch der EU zurück, die Meisterpflicht einzuschränken oder zu schwächen. Die duale Ausbildung ist ein deutscher Exportschlager. Sie findet in Europa und auch übersee großen Anklang und großes Interesse. Die duale Ausbildung sorgt auch dafür, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland einzigartig niedrig ist. Außerdem sichert eine fundierte Ausbildung in Berufsschule und Betrieb dem Handwerk und der gesamten Wirtschaft den notwendigen Nachwuchs. Angesichts des demografischen Wandels muss das Handwerk schon heute um qualifizierten Nachwuchs kämpfen. Für diese Herausforderung gibt es nur eine Antwort, nämlich mehr und besser zu qualifizieren. Und es kann deshalb nicht sein, dass die hochwertige duale Ausbildung in Deutschland einerseits in ganz Europa gelobt wird und andererseits in Kauf genommen wird, dass ihre Standards nach unten novelliert werden sollen. Deshalb setzen wir uns als SPD sowohl im Bund als auch in Bayern für eine weitere Stärkung der dualen Ausbildung ein. Wir möchten eine Kostenfreiheit von Techniker- und Meisterkursen, damit wir eine Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung hinbekommen. Außerdem wollen wir die Berufsschulen zu richtigen Zukunftswerkstätten machen, denn gute Ausbildung braucht eine gute Ausstattung der Berufsschulen. An uralten Maschinen kann keiner qualifiziert lernen. Außerdem gehört zu einer guten Ausstattung auch eine ausreichende Lehrerausstattung. Ich denke, hier ist noch viel Luft nach oben. Die Idee, wieder Gewerke der Meisterpflicht zu unterwerfen, wo es diese schon mal gab, hat ihren Charme. Denn die Erfahrungen haben gezeigt, dass zum Beispiel im Fliesenlegerhandwerk Qualität und Ausbildungsleistung massiv leiden. Leider lässt sich das nicht einfach per Dringlichkeitsantrag im Bayerischen Landtag erledigen, sondern hier gilt es, eine verfassungs- und europarechtskonforme Lösung zu finden. Außerdem stellt sich die Frage, ob tatsächlich alle Berufe wieder zurück in die Handwerks- und in die Meisterpflicht wollen. Wir treten deshalb dafür ein, zu prüfen, und zwar dies in Dialog mit den Betroffenen, welche Möglichkeiten es im Zuge einer Reform der Handwerksordnung gibt, dies zu erreichen. Wir werden dem Nachzieher der CSU zustimmen, weil er wortgleich einem Teil unseres vorhergestellten Antrages entspricht. Zur Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört aber auch, wenn ich mir Ihre Begründung anschaue, dass 2004 auch die CDU und die CSU der Herausnahme der Berufe aus der Meisterpflicht zugestimmt haben. Der Antrag der Freien Wähler ist leider nur rückwärtsgewandt und blendet die schwierige juristische Gemengelage vollkommen aus. Wir werden uns dort deshalb enthalten. Herzlichen Dank.